Ja, Gregori, erstmal Glückwunsch zum 3-0 gegen Delemo. Es war über weite Strecken aber eine zähe Angelegenheit. Ja, wobei ich sage, dass ich das auch so erwartet habe. Ich denke nicht, dass wir frei von der Leber wegspielen, weil man natürlich in so einer Situation stecken, wo man nicht zufrieden ist. Wichtig war es, dass wir heute aus einer guten Organisation spielen, dass jeder der Mannschaftstaktik unterordnet, und das ist schon passiert. Das heißt, wir haben vielleicht wenig kreiert, aber auch wenig zugelassen. Und ich denke, dass aufgrund der zweiten Halbzeit wir schon den Sieg verdient haben. Ich denke, dass vielleicht zwei gefährliche Momente waren, was Delmont nicht fertig spielt, aber was sie vielleicht in Raum einspielen können. Aber sonst haben wir dann die zweite Option diktiert. Und ich denke, dass die Jungs, die reinkommen, seine ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben, alle drei. Die Stürmer treffen, Pascal Bader auch noch mit dem 3-0. Kann man eigentlich nur zufrieden sein. Ja, heute schon. Ich denke nicht, dass wir zufrieden sein können. Ich denke, dass wir weiter arbeiten müssen, dass wir noch vieles vor uns haben, weil wir uns verbessern müssen. Das hat man gesehen. Man hat aber auch gesehen, wenn dann ein oder zwei Tore vor uns sein, dass man dann mehr Selbstvertrauen kriegt, dass man den Ball dann schon laufen lässt. Und dann muss man dann hinkommen, dass wir auch schon bei 0-0 den Mut haben, um Fußball zu spielen. Man hat einfach gesehen, dass wir auch vor allem im Mittelfeld dann zu viele Ballberührungen haben, weil es dann von draußen so ausschaut, als ob es zäh ist, dass wir nicht nach vorne kommen. Und das finden wir auch. Aber wir müssen die Jungs auch ein Kompliment machen. Es war heiß und sie haben auf jeden Fall alles gegeben. Und Gott sei Dank haben wir endlich einmal zu 0 gespielt. Das war ja nur einmal gegen Krienzo beim 3-0-Sieg damals auch. Zuletzt ist es ja nicht so gut gelaufen, gerade in der Abwehr. Ja, es waren natürlich schwere Momente gewesen, vor allem für die Abwehr. Aber sich und Luca, ich glaube, das erste Mal zusammengespielt richtig. Und wir haben es gut verstanden und ich hoffe, es klappt weiterhin auch so gut. Ich glaube, da wird eine Woche Pause wegen Schweizer Cup nächste Woche. Ist es trotzdem vielleicht der Sieg, der das Ganze jetzt umwirft, diesen Kamm, der es in die richtige Richtung schiebt? Ja, ich hoffe es doch, dass er die nötige Motivation gibt und das nächste Match wieder gewinnen kann. Delemo, schwieriges Spiel, über weite Strecken, noch am Ende dann sicher nach Hause gespielt. Ja, wir haben gewusst, es wird ein schweres Spiel, der Start war ein bisschen harzig gewesen. Aber ich glaube, wir sind heute als Mannschaft auftreten und haben es noch in der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Man hat so gemerkt, so nach einer Stunde, dass es immer ist, ihr wolltet auch den Sieg. Das hat man von oben irgendwie gesehen, auch, dass mehr Druck auch auf einmal kam. Habt ihr das am Platz auch so gespürt? Ja, ich glaube, wir haben eigentlich für die ersten Minuten haben wir gespürt, dass eine Mannschaft auf dem Platz, der gewinnen will. Wir haben ihnen noch praktisch keine Chance zugestanden. Und ja, es ist das Wichtigste, dass elf Spieler auch, die nachher gekommen sind, das war's. Es sind alle Spieler auf dem Platz, die 100% Einsatz geben, und es geht noch so. Und ich glaube, das haben wir heute einen Tag gelegt. Erste Halbzeit habt ihr ein interessantes System gespielt, auch mit dir vorne, so Drei-Mann-Sturm. Ist es auch so ein Zeichen, wo man dann setzen kann, dass man mit drei Offensiven oder mit drei Stürmern eben angreift auch? Ja, wir wollten mutig spielen, wir wollten auch Zeichen setzen. Vor allem jetzt im Heimspiel auch, weil doch, die ersten Heimspiele waren auch nicht so berauschend gewesen. Und ja, ich glaube, schlussendlich ist es aufgegangen, wir haben mutig gespielt und ja, haben auch verdient gewonnen.